So, stimmt beruhigen, so klick, 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 klick. So. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen sollten. Achso, wir sollen keinen Kunden gehen lassen unter 3, ne? Dass wir nicht gleich sagen können, dass du ein Spinnenbuch haben willst, Mann. Oh, ja, 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 oh, oh, ja, ah, 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 ah. Aha, ja, so bin ich. Schnell und raffiniert geht's hier durch die Gegend. Was willst du denn für Bücher? Zack, 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 zack. Gar eine Spinnenphobie haben hier. Und damit zum Psychiater gehen wollen. Du dahin, du dahin. Okay. Hand auflegen. Buch holen. Buch holen, Buch holen. Zack, einmal so rum. Schaffe ich es noch zu dir? Schaffe ich. Du kannst dahin. Einmal ihr pendeln, bitte. Zack, zack, zack. Dann gehen wir dahin. Dann holen wir einen Kaffee und einen Tee. Da kommen wir eh schon zu spät. Spinnenbuch habe ich gar nicht gesehen. Sowas willst du, ja? So, so, so. Ach so, du kannst da jetzt nicht hin, weil die Kasse ist voll. Dann müssen wir die mal leer machen. So, du dahin, du dahin. Ein Käffchen holen wir. So, Spinnenbuch, du kannst da hoch. So, nicht, dass er zu lange warten müsst hier. Ein professionelles Buch. Irgendwo ist er. Da haben wir ihn. Sehr schön. Ups, renn. Elefant, Elefant. So, Buch abgeben. Zu dir, zu dir. Dann holen wir das Buch und das Buch. Oh Mann. So, dann holen wir dir einen Keks. Noch einen Keks und hier. Schaffen wir rechtzeitig zu ihr. Haben wir geschafft. Noch einmal. Jetzt. So, du kannst dahin, du kannst dahin und du kannst dahin. Hier, mit dir rede ich gleich mal. Du kannst da runter. Du willst einen Keks, kommt sofort. Du willst schlafen gehen, kommt auch sofort. Komm, renn mal zu ihm. A, B, C, D, F, G. War schon wieder beim anderen Minispiel. Schlechte Laune, schlechte Laune, schlechte... Mist. So. Dahin, dahin. Du kriegst das Buch. Du kannst dahin. Du kannst dich auch schon mal dahin setzen. So. Renne, 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 renne. So, machen wir dich fertig. Dahin. Das Buch haben wir natürlich nicht. Haben wir nicht. Spinnen und Liebe. Spinnen und Zeit. So, einmal kräftig abkassieren. Du kannst dahin. Dann holen wir dir einen Keks. Ich hoffe, du bist glücklich. Du kannst dahin. Du kannst auch schon mal dahin. Hättest du nicht sagen können, dass du auch einen guten Nachtbuch haben möchtest. Dachte, ich hätte jetzt mal kurz alle fertig hier. Aber nein, habe ich nicht. So, Keks. Abkassieren. So, Keks kommt dahin. Das geht nicht. So, du kannst da runter. Du kannst aufs Bett, du kannst dich da hinsetzen, du kannst dahin. Dann holen wir dir hier gleich noch so mal Liebe und Person und wir hätten noch Nachtbuchen mitnehmen müssen, egal. So, was ist das wieder? So ein Ding. Terrera Top oder was auch immer. EDA. Du kannst dich schon mal da hinlegen. Du da, du da. Du kannst wechseln. Du willst Sushi, kriegst du. So. Ich hätte erstmal die anderen beiden nehmen sollen, egal. So, ein Kaffee.
kommt. So, du willst tauschen. Das Buch habe ich nicht geholt. Dumm. So, zack, zack, zack und zack. So, so, so. So, so. Hand auflegen, da. Habe ich nicht gesagt, runter da. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah. So, ganz schnell mal abkassieren. Sonst kommen wir hier nicht weiter. So, ein Tebela. Nachtbuch, das Buch, das Buch. Da kriegen wir nicht alles mit. So, das Liebesbuch können wir abgeben. Die können wir mal schnell verarzten. Zack. C, 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 E, F, F, E. Du kannst schon mal dahin. Du kannst mit dem wechseln. Das Buch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Buch kommt, Buch kommt. Dahin. Du kannst... Nee, du kannst nur nirgendwo hin. Du könntest dahin. Wenn du dahin kannst... wo bin ich denn jetzt hier? Da unten. Ach Gott, ist das alles aufregend. Warum muss ich denn das Ding eigentlich drehen? So, Kaffee, bitte. Du auf die Couch, du ins Bettchen. Kannst auch auf die Couch. Du kannst schon mal da runter. Buch, Buch und Buch. So, dahin. Achso, ich musste abkassieren. Schicht ist Ende, sehr schön. Wir müssen abkassieren, sonst kommen wir hier nicht weiter. Buch, Buch, Nacht. Du kannst da runter, du kannst dich ins Bettchen legen. Dir könnte ich hier mal ein bisschen Musik vorspielen, dann bist du vielleicht weg. Ups. So, dann kann ich dir gleich mal eine Geschichte erzählen. Du kannst dahin gehen. Du brauchst ein Rezept. Natürlich brauchst du ein Rezept. Ach, den Keks hätte ich auch gleich mitnehmen können. Toll. So, kann ich dir gleich was Gutes tun? Ja, ja, aha, aha. So. Hier. Mal die Bank freikriegen. Du kannst ins Bettchen, ne? Kannst du dahin? Ein Keks, Keks, Keks kommt. So. Dann kannst du dahin gehen. Du kannst dahin gehen. Du kannst ins Bettchen gehen. So. Du brauchst nochmal diese Schlafliteratur. So. Und. Oh Gott. Ich hoffe, dann habe ich alles geschafft. Und alle über drei Herzen. Oh. So. Jetzt bin ich auf das Ende gespannt. Du hast dein Praktikum in der Psychiatrie abgeschlossen. Yippie! Hey Sam, wir fahren zusammen zum Einzugsparty. Willst du mitkommen? Ja, klar.
Geht schon einmal vor. Ich muss noch eine Sache hier erledigen. Sie freut sich. Kommst du? Ja, Entschuldigung. Also Mädels, sind wir bereit für ein neues Abenteuer? Alle Frauen von Lily Creek wohnen zusammen. Und mit einem kleinen Mann. Und wird ganz wunderbar. Das wird ganz wunderbar, hoppala. Ich werde vielleicht langsam verrückt, aber ich glaube, dass ich Jenny zum Abwechslung mal zustimmen muss. Ich auch. Warum steht sie eigentlich draußen? Ich habe endlich das Gefühl, dass ich meinen Platz gefunden habe. Ach, Liebes. Auf geht's, lassen wir die Party steigen. Yay, Party! Mama, Ryan! Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich bin immer noch hier. Kann ich es ihr geben? Natürlich. Ein leerer Rahmen? Ich dachte mir, dass das vielleicht wunderbar ein Familienfoto geeignet wäre. Ich liebe diese Idee. Jetzt musst du dich noch entscheiden, ob ein Foto nur mit uns oder Geschwister total vergessen. Nun, das kann ich nachvollziehen, nach all dem, was passiert ist. Allison, komm, ich werde dir von ihm erzählen. Wie, hat er noch mehr Geschwister? Das hätten sie langsamer machen müssen. Man kann das gar nicht lesen. Die ganze Zeit kann man nachdrücken und jetzt muss man ganz schnell lesen. Ding Dong! Ich war mir nicht sicher, ob du kommen würdest. Das war ich auch nicht. Ich meine, ich bin nur kurz hier, um dir ein kleines Geschenk zur Einzugs zu geben. Eine Wrestling-Schürze? Ich dachte nur, die ist perfekt. Und seltsamerweise hatte ich sie noch nicht einmal. Willst du ganz sicher nicht hereinkommen? Ich sehe uns in Greensboro. Okay, die zwei Tour, dafür habe ich später was? Wer hilft mir mit dem Anzünden der Kerzen? Ich mach das. Du solltest das amüsieren. Ich hole. Es geht zu schnell, das ist doof. Gut, ihr müsstet mal auf Pause machen. Ich komme da echt nicht mit dem Lesen. Das geht viel zu schnell um. Sam, könntest du vielleicht noch etwas gegen die Ansp. Ja, klar. Religion gewechselt? Hier meine Medikamente zur Beruhigung bei mir. Aber er nimmt die Tabletten nicht. Wo warst du? Ich habe mir gar nichts gesehen. Das ist nicht so. Es geht los. Was geht los? Es geht jetzt los? Was machen wir denn jetzt? Ich hole den Wagen.
Ich habe gar kein Auto. Nimm mein. Okay. Vielen Dank, Daniel. Ach, der Hausmeister kriegt nur seine Extra-Szene. Da wird er sich ja freuen. Es war nett von dir, mein Angebot hier aufzuräumen. Kein Problem, ich helfe immer gerne. Ruth und der Hausmeister. Klopf, klopf. Es geht noch weiter. Was kann denn jetzt noch passieren? Bisher war ja alles ein Happy End, aber ich habe immer noch Fragen offen. Es geht weiter. Nimmt Daniel wieder Medikamente? Auf welchem Fachgebiet wird sich Allison als nächstes konzentrieren? Wie wird die Mädels das Zusammenleben gefallen? Oh, das wird bestimmt Probleme geben. Was ist wirklich mit Victor passiert? Es geht noch weiter. Muss ich sagen, freue ich mich echt drauf. Hab so viele Fragen und den ersten Teil muss ich auch spielen, weil Daniel ist ja tablettenabhängig anscheinend gewesen und hat ja auch dadurch Allison verlassen. Ich möchte echt wissen, was passiert ist. Auch im ersten Teil. Und ich muss sagen, ich freue mich echt schon auf den dritten Teil. Wenn es jetzt wirklich noch weitergeht, das... Erzählt er die ganze Geschichte weiter. Mich interessiert, wird aus ihm und Connor was? Aus ihr und Connor was? Die Mädchen-WG, oh Mann. Es wird bestimmt viele, viele Streitigkeiten geben. Sonst fehlt genau ein Diamant, um vielleicht noch einen Schreibtisch zu kaufen. Okay. Obwohl wir da ja jetzt gar nicht mehr wohnen. Wir bauen unsere Wohnung aus und wohnen dann gar nicht mehr da. Toll. Ja, ich bin gespannt. Weiß nicht, wann der nächste Teil rauskommt, aber ich werde ihn auf jeden Fall spielen und den ersten Teil werde ich auch in den nächsten Wochen mal anfangen. Weil ich muss sagen, das Spiel finde ich echt super. Das Einzige, was mich wirklich... Entschuldigung. Was mich wirklich genervt hat, war die Intensivstation. Also es waren so dumme Minigames. Es hat genervt. Ansonsten tolle Minigames, tolle Story. Und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr, weiß ja nicht, ob ihr das Spiel von vorne an verfolgt habt oder jetzt nur reingeguckt habt. Würde ich mich schon interessieren, was ihr zu dem Spiel sagt. Ja, und dann sage ich erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Ich freue mich auf euch. Tschüss.